Das ist das Lustigste, was ich jemals in Roblox erlebt habe. Heute ist es wieder an der Zeit. Ich bin heute wieder derjenige, der die Leute ins Gefängnis einsperren wird. Denn Leute, ihr habt den Titel richtig gelesen. Wir werden heute wieder mal selbst als Barry spielen. Aber das Besondere ist, heute werden wir das Ganze im Barry-Gefängnis 2.0 machen. Ich habe es ja schon im ersten Teil gemacht. Und ich habe gedacht, Leute, dazu, dass passend das neue Gefängnis von Barry rausgekommen ist, werden wir heute einfach mal selbst als Barry 2 spielen. Und gucken, was er so drauf hat. Deswegen lasst einen dicken Daumen hoch oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß. So, Leute, wir sind im Barry-Gefängnis 2 angekommen. Und ihr seht, Barry hat sich vor lauter Schreck direkt erstmal auf den Boden geschmissen. Aber Leute, wir werden jetzt gleich selbst herausfinden, wie es ist, selbst als Barry 2 zu spielen. Und ich bin gespannt, ob wir es auch so cool auf den Boden werfen können. Ich würde sagen, wir drücken jetzt erstmal auf Spielen drauf. So, und dann landen wir ja wie immer leider erstmal hier in der Zelle, Leute. Und ihr seht, das ist ja eigentlich der Raubi, wo wir sonst immer landen, wo wir ausbrechen müssen. Ihr seht sogar, Leute, Teddy ist auch wieder. Den habe ich das letzte Mal komplett vergessen. Ey, Teddy, es tut mir echt leid, was mit dir hier passiert ist. Ich weiß, du zählst ja auch schon die Tage. Aber weißt du was, Teddy, wir werden dem Ganzen heute ein Ende setzen. Denn ich werde gleich einfach selbst das Barry spielen. Und ich werde dich hier rausholen, okay? Wir müssen nur warten, bis Barry wegguckt, bis er einen kleinen Furz lässt. Furz her! Oh Mann, ich wollte gerade sagen, er furzt nicht, aber er furzt, Leute. Aber ich sag ehrlich, wir werden gleich selber bis drum furzen. Denn, Leute, wir haben links wieder das geheime VIP-Symbol, auf das wir draufdrücken können. Und ihr seht schon, ich habe das noch vom ersten Teil gekauft. Weil normalerweise kostet das ja 500 Robux, aber ich habe schon gekauft. Deswegen würde ich sagen, drücken wir jetzt auf Ausrüsten in 3, 2, 1 und let's go! Und bam, Leute, da sind wir. Let's go! Wir sind zu Barry geworden und wir sind nicht nur Barry, sondern wir sind Barry 2, Leute. Wir machen auch diese coolen Animationen. Ihr seht, wir können auch laufen. Oh mein Gott, wie cool das aussieht. Hey, guckt euch das an, Leute. Und wartet mal. Achtung, 3, 2, 1 und... wir können einfach furzen, Leute. Ah, warte, guck mal, hier ist auch einer, der will auch als Barry spielen. Warte mal, können wir springen? Man kann springen. Leute, Barry 2 kann springen. Barry 1 konnte nicht springen. Guck mal, wir können... Guck mal, wir können springen. Was? Das ist übel cool. Aber warte, den müssen wir erstmal anfurzen. Komm her, Kollege, krieg einen Furz. Voll angefurzt. Direkt nochmal und... oh Mann, Leute. Aber ich weiß gar nicht, ob sich hier unten irgendwas verändert hat. Hier sind, glaube ich, irgendwelche Pläne, Leute. Oh, hier werden anscheinend ein paar Leute gesucht. Ich kann mir auch vorstellen. Guck mal, da ist ein blauer Zettel. Ich werde bestimmt gesucht, Leute. Aber egal. Oh mein Gott, guck mal, ist das so groß geworden, Alter. Junge, das schreckst du mich so, du blöd Mann. Ich furze dich an, Junge. Aber okay, Leute. Ich glaube, wir können uns teleportieren über diesen Button hier. Hier können wir uns... Boah, sogar mit Bildern diesmal. Hier können wir uns in die verschiedenen Räume teleportieren. Zum Beispiel Gefängniszellen, Badezimmern, Dungeon rein, in die Kantine oder auch den Lautsprechertisch. Und das Ding ist, Leute, es gibt ja verschiedene Stufen in dem Spiel. Und wir können quasi auf jeder Ebene einmal versuchen, Leute zu fangen. Nur das Problem wird jetzt sein, wir brauchen erstmal irgendein paar Leute, die versuchen auszubrechen. Und da kommt schon der Erste. Ey, Kollege, es tut mir leid, aber ich muss dich voll furzen. Hier, ein Furz. Oh, jetzt bist du gefangen, Junge. Oh, boah, komm, jetzt eine Animation sogar. Hä? Und jetzt steht oben eine 1, Leute. Also ihr seht quasi jetzt oben immer, wie viele Leute wir gefangen haben. Und oha, das haben die voll cool gemacht mit so einer Animation. Habt ihr das gehört, Leute? Mit so einer Sirene. Oh nein. Er läuft wieder zurück, Leute. Oh Mann, das ist so lustig. Aber das Ding ist, Leute, wenn wir die Leute fangen und einsperren, werden die immer zurückteleportiert. Und er ist einfach weggerannt, weil er schon gesehen hat, dass ich wiedergekommen bin. Deswegen, aber das Lustige ist, Leute, wir können uns ja Gott sei Dank in andere Räume rein teleportieren. Und warte mal, Hard Mode Cells. Ah, lol. Es gibt ja später noch einen Hard Mode, Leute. Okay, das muss ich auch noch austesten. Aber ansonsten... Oh, warte. Überraschung! Direkt zweimal den gleichen Typen gefangen. Oh mein Gott. Jetzt sind oben eine 2, Leute. Aber ansonsten kommentiert mal in die Kommentare rein, Leute, was ihr denkt, wie viele Leute wir heute insgesamt im gesamten Video lang fangen werden. Das wäre schon mal cool zu wissen, was ihr da so schätzt. Ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt einfach mal ins Badezimmer rein. Weil das Ding ist, Leute, auch hier hat sich ja viel geändert. Es gibt hier so Spraydosen und sowas. Und ich glaube, wir können jetzt nämlich hier durchlaufen, genau durch diese Geheimtür. Und da oben kommen jetzt die Spieler durchgelaufen. Das Ding ist, Leute, wir können mal gucken, ob der gerade, der quasi schon zweimal von uns gefangen wurde, ob der da jetzt durchkommt. Weil das Ding ist, ich glaube, der wird nicht damit rechnen, dass wir hier auf ihn warten. Ey, das wäre so ehrenlos, Leute, wenn wir ihn jetzt hier einfach auch nochmal wegfangen. Und, oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, aber da brummelt sich irgendwas an im Bauch. Wartet kurz und...
Mann, das ist so lustig. Oh Mann. Okay, da geht's nach unten, Leute. Okay. Ey, ich hoffe, der kommt jetzt, Leute. Ich kann mich ansonsten auch nochmal zurück in die Gefängniszellen teleportieren. Wir können ja gucken, wo er gerade ist. Ist er überhaupt noch am Ausbrechen? Ich sehe ihn gar nicht. Hat er aufgegeben? Ich hoffe, der steht immer noch da hinten, Leute. Oh, was ein Armer. Der hat richtig Angst, Leute. Guck mal. Guck mal, wie er wieder zurückläuft. Er versteckt sich hinter dem Schrank. Er versteckt sich hinter dem Automaten, Leute. Es ist zu gut. Früher war ja die Safe Zone bis hierhin. Jetzt geht's nur noch bis dahin, Leute. Okay, das ist cool. Warte mal, Station 2. Hä? Hier können wir auch hin? Lol. Was neu? Wir können raus aus dem Gefängnis laufen? Niemals. Digga, was? Hä? Leute, wir können einfach aus dem Gefängnis rauslaufen. Lol. Können wir jetzt mit Barrier ans Ende der Map laufen oder was? Hä? Ey, das will ich jetzt wissen. Was passiert, wenn man mit Barrier aus der Map rausfällt, Leute? Ey, das testen wir jetzt. Hä? Digga, man kann einfach rumspringen. Man kann die Map verlassen. Es ist so cool gemacht. Ich würde sagen, wir teleportieren uns gleich mal noch ins Dungeon oder so rein. Aber jetzt würde ich sagen, testen wir erstmal, was wird passieren, wenn wir hier runterspringen, Leute. 3, 2, 1 und... Boi! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Ja? Wir sind als Barry gestorben. LOL! Wir sind einfach selber im Gefängnis. Und der da oben, der will gerade ausbrechen, Leute, der oben. Warte. Warte, schnell, Barry, komm schnell. Und jetzt schnell ins Badezimmer rein teleportieren. Komm schon, schnell. Der will nämlich gerade ausbrechen, Leute. Der eine Typ da. Der Arme. Wartet. Komm schon. Wir warten jetzt hier. Der müsste jetzt eigentlich gleich kommen, Leute. Da ist er. Oh nein, der Arme. Überraschung. Oh nein, der Arme. Oh nein. Der Arme, Leute. Guck mal. Und hier kommt die nächste, die wir gleich fangen können. Bist du schon bereit? Können wir die eigentlich schon anfurzen? Wir können da reinfurzen, dieses Board gerade. Und wird das mal angefurzt. Und der Arme, Digga, der wurde einfach komplett hops genommen von uns. Aber okay, während die unten ausbricht, würde ich sagen, der Typ versucht jetzt zum 10. Mal oben auszubrechen. Egal, ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt mal ins Dungeon rein, Leute. Denn hier ist es ja auch richtig spannend. Hier sind ja auch diese Zombies. Man kommt da quasi von da hinten, ne? Und das Ding ist, wenn wir Glück haben, können wir vielleicht auch hier irgendjemanden wegfangen. Das ist richtig cool. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Hallo? Ist hier jemand? Okay, von da hinten kommt man ja immer gelaufen, Leute. Das ist diese neue Map da. Diesen Pfeilen da. Das sind auch diese Zombies. Nein, er hat uns gesehen, Leute. Er ist schon hier. Digga, wenn wir ihn jetzt nochmal fangen, wäre das so ehrenlos. Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Wartet. Oh mein Gott, nein, der Arme. Sieht er uns? Ich glaube, der hat uns gesehen, Leute. Der hat uns gesehen. Wir furzen. Wir müssen ihn ablenken. Nein, er hat uns gesehen. Ja! Reingelegt! Oh Mann, der Arme, Leute. Der wird die ganze Zeit von uns gefangen. Aber okay, wir gehen jetzt mal in die Kantine rein, Leute. Nächste Map hier. Ey, das Ding ist, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Leute wir gefangen haben. Weil dadurch, dass ich gestorben bin, hat sich mein Text oben resettet, Leute. Ey, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, bei wie viel waren wir? Nein, das ist verbuggt. Wir kommen hier nicht durch, Leute. Hä? Nein. Wir kommen nicht in die Kantine rein. Das ist verbuggt. Nein. Okay, das ist anscheinend noch ein Bug, der gefixt werden muss, Leute. Diese Türen öffnen sich hier noch gar nicht. Guck mal. Okay, ich glaube, das ist ein Bug, Leute. Wir kommen hier noch gar nicht durch irgendwie. Okay, können wir wenigstens in die Lautsprecheranlagen rein? Okay, das geht hoffentlich, oder? Ja. Okay, hier können wir hin, Leute. Boah, das ist auch dieser neue Teil hier gewesen, wo Baby quasi die ganze Zeit hier so im Kreis gelaufen ist. Wisst ihr noch, Leute? Das ist ja auch neu. Baby läuft hier dann noch so im Kreis rum. Er ist ja quasi zweimal auf der Map. Beziehungsweise dreimal am Anfang hier und noch im Endbosskampf. Aber ich glaube, hier ist ein eher seltener Spieler wahrscheinlich. Ist aber doch umso ehrenloser, wenn man hier einen wegcatcht. Da muss er halt wirklich von ganz von vorne anfangen. Ich wusste noch auf jeden Fall, im ersten Teil konnte man bis vor zur Leiter laufen. Hier geht das nicht mehr. Hier kann man nicht mehr durchlaufen. Ey, aber ich finde diese neue Animation so cool gerade, wenn ich so laufe. Wir können ein bisschen rumfurzen, ne? Ah, aber ey, ich will noch mehr Leute fangen. Ey, komm schon, es sind noch einige in der Map gerade drin, Leute. Meint ihr, der ist wieder im Dungeon drin? Wir gucken mal. Meint ihr, er ist im Dungeon? Können wir hier hoch? Ich glaube nicht, oder? Doch, wir können hier hoch! Was? Wir können hier hoch! Hier ist ja eigentlich der Ritter, Leute. Hä?
Dass man hier überall hinlaufen kann. Guck mal. Lol. Wir konnten das sogar bewegen. Lol. Hä? Können wir jetzt als Barrier einfach die Map durchspielen, oder was? Hä? Was? Hier ist einer! Lol, wie random. Hier war einer. Ja, mein! Was? Hä? Wie random? Wie random war das denn? Direkt zurück ins Dungeon. Hä, ich glaube, man darf gar nicht dahin eigentlich. Das ist schon viel zu unfair. Aber das ist ein Spiel für... Ich glaube, man darf gar nicht dahin, Leute. Hä? Guck mal, ich kann die ganze Welt durchlaufen einfach. Hä? Wir können ja springen. Das heißt, wir können theoretisch den Typen nochmal fangen gehen. Wartet. Nein! Boah, es ist übel schwer zu springen mit Barry, Leute. Ey, Digga, das haben wir auch noch nie gemacht. Einfach mit Barry die Map durchspielen. Digga, das ist auch echt komisch, Leute. Aber wie random, dass auch hier einer war einfach. Aber ich glaube, Barry kann halt nicht so springen, Leute. Ah, wartet mal. Und ist noch ein bisschen... Oh, komm hier, nochmal. Komm her, Kollege. Weg mit dir. Nochmal gefangen. Ey, Leute, ich will gar nicht wissen, wie sehr sich die Leute abfacken, wenn man die ganze Zeit gefangen wird, ne? Das Ding ist, wir haben jetzt schon 6 wieder gefangen. Wir hatten davor, glaube ich, auch 4 oder 5. Das heißt, insgesamt jetzt schon über 10 Leute. Und ich versuche jetzt... Ah, nein, ich wusste, es geht nicht. Man kann nicht so springen mit Barry, Leute. Können wir sonst noch irgendwas machen? Was ist hier draußen, ne? Ich glaube, das geht nur, wenn man nicht Barry ist, oder? Ja, okay, das geht nicht. Okay, Leute. Das sieht an sich gut aus. Das Ding ist, kann man... Ich will jetzt nochmal hier in der Kantine gucken. Geht's vielleicht jetzt, Leute? Ey, ich höre, wie die Tür aufgeht, aber man kommt nicht durch. Okay, Gefängnis-Sans sind da vielleicht wieder neue Leute, die wir fangen können. Ey, Leute, es macht so Spaß, das Barry zu spielen einfach. Ich meine, guckt euch an, wie er rumläuft, wie man einfach furzen kann. Es ist so cool, Leute. Aber okay, ich glaube, hier ist gerade keiner. Okay, ich glaube, wir gehen mal ins Badezimmer rein, Leute. Vielleicht haben wir Glück und hier ist gerade wieder eine. Komm her, ich will dich fangen, Junge. Komm her! Komm her, Junge! Junge, was steht hier eigentlich? Big Max Airbies. Okay. Okay, das sieht gut aus. Warte mal, warte mal, Leute, ich habe eine Idee. Kann man? Nein! Kann man? Man kann ins Dungeon. Hier, die komplette Map. Man kann auf den Barry ins Klo reinfallen, Leute. Digga, ich habe das auch nicht gewollt. Ah, Junge, es ist übel schwer. Was? Hey, Leute! Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Hey, Junge, das ist absolut nicht gewollt, dass wir hier sind, Leute. Das ist absolut nicht gewollt, dass wir hier sind. Hä, hey, wie lustig. Okay, warte, wir gehen nochmal ins Badezimmer rein. Hey, wie lustig, dass wir mit Barry einfach in dieses Loch rein können, Leute. Das Ding ist nur, Barry springt halt nicht so hoch. Deswegen ist es halt übel schwer zu springen. Aber das wäre auch funny, wenn wir jetzt hier jemanden fangen könnten. Aber hier ist gerade niemand. Ich versuche jetzt nochmal zu springen, Leute. Oh, es ging! Okay, jetzt nochmal, komm. Okay, warte, wir müssen ein bisschen besser timen. Ey, nein! Okay, nochmal, komm. Ich will die Map mit Barry durchspielen. Und wenn ich Glück habe, finde ich auch einen Spieler unterwegs, den wir fangen können. Okay, komm, letztes Mal jetzt. Komm, runter mit dir, dass ich überhaupt da durchpasst. Er ist eigentlich so dick, Leute. Aber er passt da durch. Okay, komm, jetzt nochmal springen. Okay, jetzt nochmal, komm, Barry, du schaffst das. Ah, bisschen kurz, jetzt, warte. Nein, komm, Barry, jetzt. Ja. Okay, komm, Barry, du schaffst es. Okay, komm, du schaffst es, Barry. Komm, du schaffst es. Ja. Nein, ach, der Sprung geht nicht mehr, Leute. Schade. Aber okay, egal. Komm, wir gehen nochmal zu den Lautsprechern. Vielleicht ist hier jetzt noch einer. Durch Zufall. Hier muss man ja eigentlich runterkommen dann. Das Ding ist, wir hatten ja im Dungeon eingefangen. Das heißt, er müsste eigentlich irgendwann dann mal hierher kommen, theoretisch jetzt, Leute. Warte mal, Storage Room? Lol, hier kann man auch noch hin. Das ist ein Extra anscheinend. Okay. Aber okay, Leute, ich würde sagen, wir furzen jetzt nochmal. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier bei den Zellen rollen. Digga, hier ist wieder keiner. Digga, wo... Aber da ist eine. Da ist einer auf dem Bett, Leute. Okay, die kommen also gleich nach hier langgelaufen. Aber es sind einige Leute in der Map drin, also es müsste eigentlich noch irgendwo ein Spieler sein. Vielleicht im Badezimmer nochmal, Leute. Ey, es ist echt mal ein bisschen lucky. Gerade eben hatten wir richtig viel Glück. Jetzt ist gerade hier niemand mehr gefühlt. Gerade zumindest nicht da, wo wir uns hin teleportieren können. Okay, vielleicht im Dungeon nochmal. Im Dungeon muss einer sein, komm schon. Vielleicht hier oben wieder einer? Okay, sieht nicht danach aus, Leute. Aber warte mal, können wir vielleicht hier in den Geheimraum reingehen mit Barry? Geht das? LOL! Wir können den Geheimraum rein. Ey, nein! Ich bin verbuggt.
Nein! Ey, nein, ey, das geht nicht mehr weg, die Meldung. Wir haben das Spiel kaputt gemacht, Leute. Och, nö. Na komm, jetzt nochmal. Ja, jetzt geht's, Leute. Okay, hier. Richtig großes Dankeschön an euch, Leute. Ihr habt nämlich im letzten Video alle kommentiert, dass man hier die Fackel aufheben muss, um dieses Spinnnetz kaputt zu machen. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, erstmal das Spinnnetz aufzufurzen. Okay, das klappt nicht. Das heißt, wir gucken jetzt. Können wir als Barry eine Fackel aufheben? Oh nein, das geht als Barry gar nicht. Das geht gar nicht als Barry. Okay, schade. Okay, dann schreibt mir in die Kommentare, was befindet sich da hinten, Leute? Boah, hier wäre es auch funny, wenn wir jemanden fangen würden, der gerade versucht, hier in diesen Geheimraum reinzugehen. Und dann wird er einfach hier weggefangen von uns. Warte mal, können wir hier hoch noch, Leute? Hä? Okay, nein, das geht leider nicht, Leute. Okay, okay, okay. Ey, komm schon, wo sind hier alle? Ich will euch fangen, Mann. Digga, hallo, lasst euch mal fangen jetzt hier. Kleinen Stinker. Hallo, hier ist eine. Ja, ja, ja. Ja, komm, 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 brech aus. Ich warte auf dich. Leute, da ist ein neues Spiel. Das ist sogar eine Spielerin. Sogar zwei. Ja, endlich neue Leute, die wir fangen können. Let's go. Let's go. Digga, okay, wir verstecken uns, Leute. Können wir uns verstecken? Guck mal, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Guck mal, guck mal, guck mal. Wir verstecken uns hier, machen die Sicht auf weit. Und sobald wir die links laufen sehen, kommen wir ganz schnell um die Ecke gerannt und schnappen die weg und furzen die an. Genau so. Oh, und da ist noch einer. Mit einem Schraubenschlüssel. Da ist einer. Digga, da dreht... Oh Mann, man kann ja uns... Ich glaube, der kann uns schlagen, Leute. Der kann uns, glaube ich, schlagen damit, oder? Ich weiß gar nicht. Oh, das wird spannend jetzt. Kann er uns schlagen, Leute? Was meint ihr? Komm raus, will ich fangen, Mann! Komm, komm, komm. Er kommt, er kommt, er kommt. Jetzt! Jetzt oder nie! Ja! Wir haben ihn! Let's go! Niemand legt sich mit Officer Barry Lumex an, Mann! Er kommt direkt wieder gelaufen. Ey, Junge! Ey, der hat Hexe an! Mach die Hexe aus! Wir haben ihn trotzdem gefangen, wo er Hexe hatte. Was ein Loser. Der hat irgendwelche Jump-Mods oder irgendwas an, Leute. Diesen God-Mod oder sowas. Oh, zwei auf einmal. Oh, du wirst weggefurzt. 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 Oh, wir haben sie, Leute. Die drückt den Knopf. Oh, jetzt ist Action. Jetzt ist Action. Lass den Daumen nach oben, Leute. Jetzt gibt's Action, Action, Action. Oh, die nächste. Nein, die ist zu schnell. Die ist zu schnell. Die ist zu schnell. Ah, wir können springen. Wir können springen. Wir können springen. Spring, Barry. Nein. Oh nein, die ist zu schnell. Die ist zu schnell. Die ist zu schnell. Warte mal, können wir hier rüber, Leute? Nein. Mann. Ey, die müssen runterfallen. Oh, warte, warte, warte. Wir gehen ins Bad rein, Leute. Bad, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Bad rein. Schnell, 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 schnell. Warte, warte, warte. Wir warten, bis die kommen. Da kommt der Nächste. Ja. Überraschung. Du kommst nicht zurück. Ja, wir haben ihn. Okay, komm. Direkt ins Bad zurück, Leute. Direkt ins Bad zurück. Wir müssen noch die Mädchen wegfangen. Weil ich weiß es nicht. Ich meine, die brauchen wir nicht so lange. Ah, du bist ja immer noch hier. Wir sind nochmal gefangen. Was ein Idiot. Direkt nochmal ins Badezimmer rein, Leute. Der meint halt gefangen von uns, der Arme. Das ist Mädchen. Die rennt zurück. Warte, warte, warte. Das sind die zwei Mädchen. Ja, ja. Drei sogar. Now we can go. Die hat zu ihren Freundinnen, ich blende euch nochmal, die hat zu ihren Freundinnen in den Chat geschrieben. Now we can go. Also auf Deutsch meine die halt so, wir können jetzt gehen, er ist weg. Hat die geschrieben, Leute. Und in dem Moment fange ich sie einfach. Junge, war das gerade funny. War das gerade funny, Alter. Junge. Warte mal, die sind jetzt wahrscheinlich im Dungeon, Leute. Ich gehe mal hinterher. Die rechnen, glaube ich, nicht damit, dass ich jetzt auch hier runterkomme. Ich glaube, die rechnen nicht damit, dass ich auch hier runterkomme. Guck mal, die sind da oben, die sind da oben, die sind da oben. Ja! Digga, die rechnen nicht damit, dass wir einfach auch hier sind. Nein! Oh, ich habe so reingekackt. Das ist so schwer, Mann. Okay, warte. Egal, egal, Leute. Egal. Wir machen das so. Wir müssen ja sowieso am Ende ins Dungeon hier hin. Wir warten einfach hier auf die. Wir gehen einfach hier hin. Boah, ich habe eine böse Idee, Leute. Und zwar, guck mal, was wir machen. Wir vercampen uns hier. Weil wir müssen hier langlaufen. Und sobald die uns entgegenkommen, furzen wir die einfach ins Gesicht. Und dann fangen wir die direkt. Oh mein Gott. Ich guck mal, ob die kommen. Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Sie hat geschrieben, ich habe keine Zeit. Ich blende euch nochmal ein. Sie hat gerade geschrieben, I don't have time for you. Also sie hat geschrieben, ich habe keine Zeit. Und deswegen ist sie, glaube ich, übel sauer, weil sie will eigentlich, glaube ich, nur spielen und wir fangen sie die ganze Zeit. Oh, drei auf einmal, drei auf einmal. Boah.
Das sind einfach so drei Mädchen, so drei Roblox-Mädchen, die einfach nur Roblox spielen wollen. Und wir fangen die die ganze Zeit und die kommen nicht dran vorbei. Wir können die jetzt spawn-trappen, Leute. Das ist so lustig. Lass einen Daumen nach oben da. Ja, komm her. Komm her, du bist gefangen. Was schreibt sie? Ich sehe es nicht. Sie hat geschrieben. Wie lustig. Ich wende euch nochmal ein. Sie hat geschrieben, why is Barry here? Digga, die checken das gar nicht. Ich glaube, die denken, ich bin ein NPC, Leute. Ich glaube, die denken, ich bin ein NPC. Ich glaube, die checken gar nicht, dass man selbst als Barry spielen kann. Sie hat geschrieben, you stupid Barry. Sie hat auf übersetzt geschrieben, du dummer Barry. Junge, ich lache mich gerade so weg. Ich lache mich so weg gerade. Digga, ey, das ist das Lustigste, was ich jemals in Roblox erlebt habe. Ich kann die halt so wegspawn-trappen, Leute. Digga, es ist ja so unnormal lustig. Digga, es ist so lustig. Ja, komm, Digga, ich fange die ganze Zeit. Wir spawn-trappen die jetzt, Leute. Wir spawn-trappen die jetzt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her, Ash. Digga, was ist das? Was ist das eigentlich für... Was sind das für Girls? Einfach Ash, Ashley und auf. Digga, das ist irgendeine Mädchen-Gang, Leute. Irgendeine Mädchen-Roblox-Gang. Das sind so diese... Diese Roblox-Emilys von TikTok, Leute, wenn ihr die kennt. Die immer so Roblox-TikToks machen. Ich glaube, das sind solche Mädchen. Oh, er ist auch da. Kollege, du bist auch weggefangen. Das ist deren Freund. Das sind drei Mädchen, die mit ihrem Freund Roblox spielen, Leute. Und wir nerven die jetzt die ganze Zeit. Junge, es ist so dumm. Es ist so dumm. Digga, es ist so dumm. Die will mich hauen mit ihrem Schraubschlüssel. Junge, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich teleportiere mich die ganze Zeit hier hin. Wir haben jetzt schon so viele Leute gefangen. Junge, was versucht die? Das Ding ist, normalerweise, Leute, kann man Barry ja schlagen. Aber da ich ja ein echter Spieler bin, kann man mich, glaube ich, nicht schlagen. Digga. Digga, guck mal, die will mich trappen, aber es geht nicht. Sie kann mich nicht trappen. Ich trap sie einfach. Es ist so dumm. Sie checkt's nicht. Sie rafft's halt nicht. Was schreibt sie? Was schreibt sie? Sie schreibt, ich weiß es nicht. Sie checkt nicht, was hier abgeht. Sie checkt ehrlich nicht, Leute. Ich lach mich so kaputt. Ich hab das noch nie erlebt, Leute. Ich hab sowas noch nie erlebt. Digga, es ist so lustig. Junge, sie ist so genervt, sie mich einfach nur schlagen, Junge. Sie checkt halt gar nicht, warum ich hier rumlaufen kann. Sie checkt halt gar nicht. Ja, ich bin runtergefallen. Digga. Ey, Leute, aber egal. Ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um das Video hier zu beenden. Wir sind jetzt wieder hier normal im Gefängnis drin. Es werden noch einige Menschen jetzt gerade wieder hier gespawnt. Wir versuchen werden auszubrechen. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf einen Teil 2, lasst einen dicken Daumen nach oben da, abonniert. Checkt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der Folge. Bis dahin, ich bin raus und ciao.